Ja, aber für mich war das Mord. Das hört man bzw. liest man oft in YouTube-Kommentarbereichen. Für mich war das Mord. Ja, eben nicht. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einer weiteren Episode in der Reihe. Ich gebe meinen Senf dazu und heute wird's ein bisschen juristisch. Ein bisschen über die subjektive Einordnung eines tragischen Ereignisses. Kommt in einer Auseinandersetzung zwischen Einzelnen oder Gruppen von Menschen jemand ums Leben, dann wird hier juristisch genau unterschieden zwischen Totschlag und Mord. Und in diesem Video möchte ich ein bisschen die Unterschiede zwischen beiden Handlungen erläutern. Wichtig in diesem Zusammenhang ist es, sich die Mordmerkmale mal genauer anzusehen. Diese werden unterteilt in drei Gruppen. Zum einen die Beweggründe, die Tatbegehung und die Absichten. Die Beweggründe können sein Mordlust. Dieses Merkmal liegt zum Beispiel vor, wenn der Täter aus unnatürlicher Freude an der Vernichtung eines Menschenlebens tötet. Oder Befriedigung des Geschlechtstriebes. Hierbei wird die Tathandlung zur Befriedigung der geschlechtlichen Befriedigung eingesetzt. Eine bloße sexuelle Stimulierung reicht insofern nicht aus. Habgier bedeutet, der Täter tötet das Opfer, um einen materiellen Vermögensvorteil zu erlangen. Es gibt noch sonstige niedrige Beweggründe und hierbei handelt es sich um eine Art Generalklausel. Der Beweggrund für die Tötung muss nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen und deshalb besonders verwerflich bzw. verachtenswert sein. Die Mordmerkmale der zweiten Gruppe, die Tatbegehung, kennzeichnen das äußere Tatbild. Hierunter fallen Begehungsweisen, die besonders gemeinschaftsbedrohlich erscheinen. Zum Beispiel Tötung mit gemeingefährlichen Mitteln. Hier schafft der Täter zum Zwecke der Tötung unberechenbare Gefahren und nutzt dazu Tötungsmittel mit breiten Wirkung, die nicht nur gegen das unmittelbar angegriffene Opfer gerichtet sind, sondern auch unbeteiligte Dritte in Mitleidenschaft ziehen können. Ein weiterer Aspekt ist der Aspekt der Grausamkeit. Der Täter tötet grausam, wenn er seinem Opfer Schmerzen und Qualen zufügt, die über das notwendige Maß der Tötung hinausgehen. Die Vorgehensweise entspringt einer rohen, gefühllosen und unbarmherzigen Gesinnung. Der dritte Aspekt ist die heimtückische Tötung. Heimtückisch tötet, wer die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tatbegehung ausnutzt. Die dritte Gruppe betrifft die Absichten. Bei den Mordmerkmalen der letzten Gruppe handelt es sich um besondere Ausprägungen der Motivklausel. Zum Beispiel die Verdeckungsabsicht. Hier tötet der Täter, um die Begehung einer anderen Tat zu kaschieren. Oder die Ermöglichungsabsicht. Hier zeigt der Täter, indem er für die Begehung weiteren strafrechtlichen Unrechts über Leichen geht, dass er mit egoistischer Rücksichtslosigkeit vorgeht und eine sozialfeindliche Einstellung gegenüber menschlichem Leben hat. Das sind die Mordmerkmale. Ich gebe zu, die sind im Strafgesetzbuch schon seit einiger Zeit verankert und es ist durchaus diskussionsfähig, ob man hier mal einen Hebel ansetzen könnte, um sie zu überarbeiten. Das wird auch unter Juristen immer wieder mal aufs Tablett gebracht. Oft wird auch behauptet, dass Mord vorsätzlich ist und Totschlag nicht. Nein, es handelt sich bei beiden um sogenannte vorsätzliche Tötungsdelikte. Als Fazit lässt sich also sagen, dass sowohl Totschlag als auch Mord vorsätzlich ist. Das ist beiden Handlungen gemeinsam. Bei einem Totschlag fehlen jedoch die sogenannten Mordmerkmale. Und das ist dem Laien oft nicht bewusst. Ich gebe zu, in der Hinsicht bin ich auch Laie. Ich habe mich da erstmal ein bisschen einlesen müssen. Womit ich allerdings meine Probleme habe, ist, dass vor allem im Internet, es handelt sich ja meistens um Aussagen, die anonym im Netz getätigt werden. Wenn man von Angesicht zu Angesicht mit jemandem spricht, dann verhalten sich die Leute meistens ja auch ganz anders. Also es geht um Aussagen, die anonym im Netz getätigt werden, die meistens so lauten, für mich war das Mord, der gehört an den nächsten Baum aufgeknüpft. In einem anderen Video habe ich mal das Thema Lynchjustiz angesprochen, das spielt jetzt heute keine Rolle. Aber ich finde, man sollte auch als Laie in der Lage sein, sich ein bisschen schlau zu machen und eben unterscheiden zu können zwischen Mord und Totschlag. Nicht zuletzt sollte sich jedem die Frage stellen, was will ich erreichen durch Bestrafung? Will ich eine Verhaltensänderung beim Täter bewirken oder will ich Rache üben? Und ich denke, bei vielen gerät das durcheinander. Jeder von uns weiß, dass der Mensch ein emotionales Wesen ist.
Aber genau darin liegt die Gefahr. Der Mensch ist über seine Emotionen instrumentalisierbar, sprich für die Zwecke anderer einsetzbar. Und wenn ich jemanden vor meinen eigenen Karren spannen will, dann ist das sehr leicht durchführbar, indem ich die Emotionen hochkochen lasse. Und ich denke, bei wenig anderen Themen kochen die Emotionen so hoch wie beim Mord. Juristisch gesehen gibt es jedoch einen großen Unterschied, zu Recht finde ich, zwischen Mord und Totschlag.